Moin, schön, dass ihr da seid. Heute spreche ich über Kurumogai. Und zwar ist das der Wechsel von Sommerklamotten zu Winterklamotten oder von Winterklamotten zu Sommerklamotten. Wir haben heute den 26. September. Normalerweise passiert das am 1. Oktober. Natürlich muss man auch die Temperaturen beachten. Es ist im Moment kalt am Abend und am Morgen und zum tagsüber haben wir fast 30 Grad. Ist also ein bisschen früh, aber ich habe an diesem Wochenende keine Zeit und deswegen fange ich damit heute an. Wir werden auch bald reisen und davor haben wir noch ein paar gesellschaftliche Aktivitäten und aus diesem Grund habe ich das jetzt alles auf diesen Tag heute verlegt. Was muss ich beachten? Da gibt es verschiedene Sachen. Zuerst muss ich mich natürlich vorbereiten, dass ich Plastiktaschen habe, die ich oder Vakuumplastiktaschen, die ohne Löcher sind. Und was ich auch selbst mache, ich tue Trockenpuder in diese Container rein, obwohl man das eigentlich nicht braucht. Aber vorsichtshalber, falls während der Zeit, in der sie nebenbei gelagert werden, dass da nicht irgendwelche Löcher auftreten oder dass die Tasche vielleicht nicht ganz dicht ist, so dass auf jeden Fall da kein Schimmel reinkommt. Genau. Bis gleich haben. Ich habe einen sehr kleinen Schrank. Ich weiß nicht, hab ich vor Jahren mal ein Video gemacht. Mein Mann hat einen wesentlich größeren Schrank, was ja ganz witzig ist. Aber ich bin so ein bisschen Minimalist und ich gehe auch gern manchmal mit der Fashion. Und ich kaufe mir auch fast jedes Jahr vielleicht ein oder zwei neue Kleider. Und aus diesem Grund passt das eigentlich ganz gut zu mir mit diesem kleinen Schrank. Ich habe es gern übersichtlich. Ich habe meine Sachen zusammengehängt, was ich zusammen trage. Ja, das also von meiner Seite her klappt das ganz gut. Was nicht so gut klappt, ist mit meinen Schuhen. Da bin ich jemand, der gerne sammelt. Da muss ich wahrscheinlich jetzt auch anders denken demnächst, weil es sind einfach zu viele Schuhe. Mein jüngerer Sohn wohnt bei uns und das ist einfach zu viel. Ja, und was ich auch jedes Jahr mache, also oder je, nicht jedes, immer wenn ich dann Kurumagoe mache, dass ich Sachen aussortiere, die ich nicht mehr tragen möchte. Wenn ich ein Kleid, also was weiß ich, zigmal getragen habe. Früher habe ich die Kleider aufbewahrt, 10 Jahre lang und länger. Aber wenn man Eltern wird, dann ist die Figur nicht mehr so perfekt und dann passt das nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von meinen letzten Kleidern habe ich mich, die ich 15 Jahre getragen habe, ich mich, glaube ich, in 2016 getrennt. Ja. Und dann habe ich angefangen, was ich im letzten Jahr nicht getragen habe, das tue ich grundsätzlich aussortieren und dann Sachen, der ich jetzt einfach müde bin und die möchte ich nicht mehr tragen. Oder Sachen, die ich einfach falsch gekauft habe. Zum Beispiel habe ich dieses Jahr diese Cargo Pants von Uniqlo gekauft. Super billig, ganz toll. Ich dachte, das passt perfekt für mit meinem Hund spazieren zu gehen. Aber stehen tun sie mir nicht. Also die werde ich jetzt alle aussortieren. Ja, solche Sachen. Genau, und das mache ich jetzt. Und für meinen Mann, der hat Winteranzüge und Sommeranzüge. Da werde ich auch sortieren. Bei ihm ist es so, er hat früher gerne Markensachen gekauft und die waren eigentlich auch nicht so schnell ausgewaschen. Das ist jetzt aber anders. Wir haben viel Uniqlo gekauft in den letzten Jahren. Natürlich auch ein paar Markensachen, aber grundsätzlich Uniqlo würde ich sagen. Und da ist viel ausgewaschen und das fliegt viel schneller in den Müll oder auf die Wiederverwertung oder in die Altkleidersammlung. Das ist nicht Wiederverwertung, Altkleidersammlung. Mir fehlen manchmal die Worte in Deutsch. Wow. Ja, und da will ich diesmal ziemlich viel aussortieren, weil mir da einiges schon nicht mehr bei ihm gefällt. Ja, das ist das. Okay, dann wollen wir mal rüber ins Schlafzimmer gehen, ne?
Hallo, wir sind jetzt in meinem Schlafzimmer. Da ist meine Garderobe. Ich habe jetzt die Sachen schon hier sortiert. Das in den weißen Kisten ist die Wintersachen. Ja, also der Haufen hier ist, den will ich als Kleider und verkaufen. Da sind ganz tolle Sachen dabei, aber viele davon habe ich irgendwann mal bekommen und die kann ich nicht, die ziehe ich meistens nicht an. So, und das ist der Haufen, den ich für nächstes Jahr haben möchte. Und meine Wintersachen sind hier. So, hier das fünfte in den Müllsack. Und hier sind, weiß gar nicht, was das ist. Ja, das sind schon die ersten Wintersachen. Ich habe, das habe ich von Ikea damals gekauft. Und hier sind diese. Das sind alle meine Wintersachen. So, das kommt raus. Ich habe auch neue Taschen gekauft. Die auch gleich wieder aufgeplatzt. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Ach, das ist eine Decke. Wieder auch so solche Sachen. Und da muss ich nachher mal gucken, ob ich die tatsächlich noch benutze. Ich habe vor, mir eine neue Decke hier zu besorgen. Ich habe ganz tollen Stoff auf Fabric in Fabric Town gesehen. So, das ist eine alte Hose. Da, die war, ist mir zu groß. Weiß ich jetzt schon, dass ich die nicht noch mal anziehen werde. Ah, das werde ich auch wegschmeißen, weil ich das nicht mehr habe. Und das ist wieder was, was man noch benötigt. Das ist eine Kinderdecke von meinen Kindern, also Babydecke. Ja, und so mache ich die Koromogai. Eigentlich ist es am 1. Oktober oder am 1. Juni. 1. Oktober von Sommer zu Winter und 1. Juni von Winter zu Sommersachen. Und das war's schon. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.